Da muss ich, glaube ich, auch lang nicht runterfallen, bitte. Link, tu das nicht. Tu nicht diesen. Nur schauen, wie ich... Wie ich jetzt an den da hinten dran kommen soll. Da komme ich nirgendwo ran mit, gerade. Okay, cool. Wo geht's weiter? Verwirrung. Ich hole nochmal die beiden Fäden mit. Moment, war ich in der Tür schon hier drin? Na schon. So. Okay. Was war hier drin? Ah, okay, hier war ich schon. Ja, jetzt habe ich einen Schlüssel. Ah, wunderbar. Hier geht's weiter. Ah, sieh. Erstmal einen Weg aufmachen. Ah, okay. Ich jetzt verstehen tun. Nö. Lass mich mal bitte in Ruhe. Heute nicht mein Freund. Wo geht's weiter? Ich glaube, da drüben war ich schon. Die Overkill-Flamme. Nein. Oh, bitte nicht. Ich will mal kurz den Bogen raus. Oh. Fuck! Okay, der Weg ist offen. Ich weiß noch nicht, ob ich gleich in den Tod fallen werde. Ich habe das Gefühl, ja. Okay, alles gut. Ich lebe noch. Noch. Ein bisschen zumindest. Okay, da war ich schon. Da oben lang, bitte. Mein Gott! Ganz ehrlich, ist rein designtechnisch. Okay, da ist die Boss-Tür. Ich würde gerne noch an die letzte Truhe rankommen. Rein designtechnisch müssen sie den Dungeon aber echt gut gemacht haben, dass man sich nicht locken kann irgendwo. Wo war jetzt noch die seine Truhe und wie komme ich an die seine Truhe ran, bitte? Da oben. Gut. Untergeschoss 2. Okay, ich habe eine Ahnung, wie ich rankommen könnte. Puh, dass man sich hier nicht irgendwie selber aussperren kann. Das ist ein gutes Design, muss ich sagen. Auch wenn es vollkommen, vollkommen verwirrend ist. Hoch. So. Okay. Moment. Moment. Schauen, wie ich da rankomme nochmal. Genau, von hier aus müsste ich da hinkommen. Vielleicht. Ah. Von hier. Mit langen Ausdauerleiste sollte das wahrscheinlich funktionieren. Ich fühle mich ziemlich wellig heute. Alter, ist der Weg lang. Ja, dafür brauchen wir definitiv die lange Ausdauerleiste. Schön, und nochmal ein Huni. Wunderbar. Ich hoffe, die Fee gibt sich jetzt auch zufrieden dann. Okay, jetzt wird. Hätte ja sein können. Und zurück. Gut, damit wäre das auch geschafft. Damit sollte der Dungeon fertig sein. Ja, sieht richtig aus. Müssen wir wieder zurück zum Bossraum finden. Oh, was ein Spaß. Au. Danke. Hat die auch lieb Spiel. Weg. So. Ich dachte, die haben eine Fee wieder mit. Bei halbwegs vollen Herzen sein, wenn ich den kann. Den Boss wäre das doch definitiv hilfreich. Moment. Hui. Runter, runter. Da bin ich. Alles gut.
Das sollte jetzt auch alles gewesen sein, ne? Ja, wunderbar. Boss-Time, Leute! Mein Gott, was eine Verwirrung, dieser Dungeon. Geld und ein paar Herzen noch. Hi. Riesiges Glubsch-Augen-Ding. Nein. Nein, wir sollen doch treffen. Wäre so grundsätzlich nicht bad. Und das. Wow, macht das viel Schaden! Ei, der Schwede. Boss-Time! Bleibt dabei, der macht viel zu viel Schaden. Hilfe! Hilfe! Oh Gottes Willen! Balanceakt! Das ist Krakow aus Kirby in Emo und in Eis. Easy. Aua. Alter, das macht so viel Schaden, ey. Zieht mir einfach 8 Herzen ab. Okay. Cool. Gut, dass ich ein paar Feen dabei habe. Problem ist nur, dass er mich immer one-shotten wird jetzt. Okay, alter Schwede. Was stimmt, der Cracker aus? Ja. Wusste, dass ich ihn irgendwo erkenne. Alter Schwede, macht dir viel Schaden. Yo, das Frisbee. So, und damit fehlt uns nur noch ein Herzteil. Schön. Traumhaft. Komm raus da, Rosso. Versteck dich doch nicht in diesem Gebilde, bitte. Boing. Hey, das kann er nicht. Bist du es kennen? Jetzt ist es also raus. Ich bin einer der 7 Weisen. Was denn? Bist du überrascht? Jedenfalls sieht es so aus, als wären alle versammelt. Dann lass uns dir das Triforce des Mutes überreichen. Damit hast du nun die Kraft, Yuga zu besiegen. Wenn es jemand schaffen kann, Hyrule zu retten, dann du, kein Zweifel. Muss ich nicht Alolan retten? Also los, nimm es an dich. Alolan und Zelda? Leiste wird aufgefüllt, bitte warten. Ganz ohne Cancel-Button. Kri ist einfach der höchste von den 7, ist ganz klar. Sicherlich nach Wichtigkeit sortiert. Oh, schön. Kann man mit allen reden. Menschen können stolz darauf sein, einen Helden wie dich hinter sich zu wissen. Ich hoffe, dass du nun auch endlich die Missgünsten meiner Untertanen das erkennen. Die Missgünstigsten meiner Untertanen das erkennen. Du hast dich als wahrer Held bewiesen. Ich bin stolz auf dich. Dann soll die Kraft an dir gehören. Rette ein und rette die Prinzessin. Mach ich. Kennen, bitte, komm halt wieder zurück. Ich weiß, Grün sind Lieblingsfarbe, deswegen bin ich umgezogen. Glücksfarbe, sorry. Diese Posen. Ich bin der Ginjo-Force mitmachen. Du bist also der Held, das ist mir etwas peinlich, dass ich angenommen hätte, ich wäre es. Oh, Götter von Hyrule, stehe unserem Held Gennen bei. Gennen gegen Gennen, confirmed. Hast du geschafft, Gennen?
Jetzt kann ich meinen Vater keine Schlafmütze mehr nennen. Naja, vielleicht doch. Sehr gut. Sehr schön. Oh ja! Yeah. Triforce des Mutes! Du hast das Triforce des Mutes erhalten. Gerne, ein Held von Hyrule. In dir ruht die Kraft der Götter. Du hast die Macht, Yugas finstere Pläne aufzuhalten. Begib dich nun in die andere Welt und schloss Rowul auf. War ich nicht gerade in Rowul? Du hältst unser aller Schicksal in Händen. Ich werde für dich und Prinzessin Zelda beten und auf dass ihr unversehrt zu uns zurückkehren werdet. Ach, du hast Ganon. Ich war mega verwirrt gerade. Ja, deswegen heiße ich Ganon. Sehr schön. Ja, okay. Sorgen wir mal dafür, dass der sicher ist vor seinem Herzinfarkt. Alles klar. So, beruhig dich mal ein bisschen. Ruhig, Blut, mein Freund. Alles gut. Und dann Pause. Eventuell gleich. Moment. So. Wir wollen zum Dorf der Verbannten. Wollen noch eine gewisse Fee mit Rubinen füttern. Ah, stimmt, jetzt haben wir ein anderes Thema hier. Auch ein schönes Thema. Aber ich finde das andere nicht besser. Schön. Nimm mein Geld! Aber deine Hilfe will ich viel größer wurden. Bitte nimm diese Flasche. Möge sie dir auf deinen Abenteuern hilfreich sein. Ah, okay. Jetzt bleibt die Frage, wo hat man das letzte Herz bekommen? Moment. Ja, ein Herz fehlt. Schau mal kurz durch mein Inventar. Leute, weiß das zufälligerweise wer? Also, vielleicht kann irgendwie auch nachschauen. Kriegt man irgendwie im... kriegt man im Castle noch ein Herzteil? Weiß es nicht. Ich glaube fast nicht. Dann wäre die Frage, wo habe ich eins vergessen? Uff. Ich schaue mir gerade die Karte an, ob ich eine Idee hätte. Wo noch eins hinten könnte. Ein Herzteil fehlt halt definitiv. Wäre jetzt die Frage. Vom Ausdauerkampf. Im Ausdauerturm gibt es auch ein Herzteil. Dann fehlt das. Dann ist. Dachte, da gibt es zwei andere Sachen. Dann gibt es da drei. Ganze drei Rewards. Ja, dann. Ich werde auf jeden Fall mal noch das holen, ne? Ich dachte, da gibt es nur zwei andere Sachen. Okay. Ich überlege gerade, wie wir es machen wollen. Es ist jetzt noch nicht so spät. Wie steht's bei euch, Leute? Habt ihr noch Bock? Habt ihr noch Bock auf, also, was jetzt da noch fehlen würde, wenn es beim Ausdauerkampf da einen gibt? Oh Gott, der nervt jetzt schon wieder. Nein. 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 Weg. So. Was jetzt noch fehlen würde? Ausdauerkampf kriegen wir noch drei Sachen. Ja, das wollte ich hören. Gute Motivation. Und das Schloss Hyrule fehlt uns noch. Das sind eigentlich die einzigen beiden Sachen, die jetzt noch fehlen dürften. Außer, ich habe irgendwas übersehen. Da haben wir alles. Jo. Also Schloss Hyrule fehlt noch. Und eben der Ausdauerkampf, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Außer ihr sagt jetzt gerade spontan noch was fehlt, aber ich wüsste nicht, was noch fehlen könnte. Es ist natürlich ein bisschen unschön hier, warte mal. So.
Fürs Inventar fehlt noch die andere Nuss, ne? Ich muss das mal gerade ein bisschen sortieren. Das geht so ja nicht, ne? So. Hm? Wait, I can't change my answer. Can I change my answer? Ja, also, von mir aus können wir noch was machen. Ich weiß halt nicht, wie ihr Bock habt jetzt noch. Wenn ihr Bock habt, würde ich mich da sehen. Okay. Da kommt jetzt noch die andere Nuss unten rein. Bleibt ein Feld offen am Ende? Oder sind das wirklich wird das voll? Weil irgendwie stört mich, dass da unten Luft ist. Dass genau da Luft ist, nervt mich. Noch die zweite Nuss, die man sich kaufen, also die zweite, die Fluchtfrucht und irgendwas anderes. Aber ich weiß gerade nicht mehr, wie sie heißt. Und dann gibt's halt. Gibt's da noch irgendwas? Der Mann wird das Inventar sortieren, seine inkognito Schiebepuzzle. Ganz genau. Das ist nämlich jetzt eine schöne Sortierung. So. Genau. Nee, dann kann man tauschen. So, ich würde mich jetzt dann sagen, wenn wir jetzt auch weitermachen, würde ich jetzt eine ganz kurze Pause machen. Also so eine kurze, fünfminütige Pause. Die Frage ist halt, wollen wir das Spiel jetzt fertig spielen heute? Das würde jetzt wahrscheinlich nochmal ein, zwei Stunden dauern. Aber dann wären wir komplett durch. Würde halt die Hälfte nicht mitbekommen. Aber ist ja nicht so strafisch. Ich meine, dafür wird das ja das Ganze am Ende auch hochgeladen. Wollen wir es fertig spielen heute? Weil wenn wir es nicht fertig spielen wollen, würde ich halt vielleicht auch eher jetzt Schluss machen, als jetzt noch was anzufangen, damit der nächste Stream nicht nur aus dem letzten Dungeon besteht. Also, entweder jetzt Schluss oder jetzt ganz durchspielen. Oder wir versuchen wenigstens noch ein bisschen Ausdauer drum zu machen. Was ist jetzt eure Tendenz? Wie viel Zeit und Lust habt ihr noch? Ansonsten jetzt weg, unabhängig davon, was du machst. Wünsche noch einen schönen Abend. Dann Dankeschön, Jonas, und wünsche dir noch einen schönen Restabend. Danke fürs Reinschauen. Weil, na gut, wenn jetzt Jonas auch noch geht, Luke ist noch da, würde ich nämlich vorschlagen, dass wir es vielleicht dann am Montagabend fertig spielen. Oder Montag. Ja, Montagabend klingt gut. Dass wir jetzt quasi hier finishen, dann wäre der Stream, ja gut, immer noch knapp 3 Stunden, das ist in Ordnung eigentlich. Wäre jetzt etwas zu lang, ja. Aber Sache ist, wenn ich jetzt den Ausdauerturm mache, habe ich nichts von nur den Final Dungeon. Der Final Dungeon wird nicht lang dauern. Dann lohnt es sich gar nicht mehr, wirklich einen Stream anzumachen. Dauert das eine Stunde, dann bin ich fertig. Deswegen würde ich jetzt einfach vorschlagen, an der Stelle haben wir geile Musik im Hintergrund. Also wirklich eine der besten Zelda-Soundtracks, die es gibt auch wieder mal wieder. Wunderschön. Und würde an der Stelle nämlich sagen, mach fertig. Ich würde jetzt eher sagen, wir machen es dann am Montag. Würde euch jetzt hier vorschlagen, gehen wir ins Item-Menü, das war nee. Mit Drone besser. So ist es eine klare Musik, aber halt. Ding. Oh, so. Sieht man Ding auch noch durch. Würde ich nämlich jetzt sagen, einfach, wir machen jetzt hier finito für heute. Montagabend dann der Rest, dann gibt es Ausdauerturm plus Final. Boss. Dann ist das Ding durch. Dann kommt es nächste Woche dann auch gleich noch den Anfang des nächsten Projekts. Das wäre dann Zelda Twilight Princess HD im Hero Mode plus Ganondorf im Evo-Funktion, was vielfacher Schaden bedeutet, was in Twilight Princess nicht wenig ist. Und irgendwann noch wahrscheinlich Fire Emblem dann demnächst. Aber jetzt erstmal dann Zelda fertig am Montag. Wenn ihr dabei wärt. Da kann ich leider nicht dabei sein. Das ist sehr schade. Aber ich würde es halt jetzt tendenziell eher später machen, weil auch viele, die sonst da sind, leider Gottes nicht dabei sein können. Ich kann mal fragen, vielleicht kann man es auch Dienstag machen? Ich würde am Discord, und das könnte ich auch nochmal gleich hier reinstellen.
Discord. Ich würde am Discord noch schreiben, wann es genau ist. Montag oder Dienstagabend. Am jeweils anderen Abend dann wahrscheinlich. Tendenziell. Montagabend weiß ich nicht, ob es so gut. Vielleicht auch eher Dienstagabend. Komplett, weil Montagabend weiß ich nicht, ob ich. Montagabend habe ich. Kann sein, dass ich einfach keine. Keinen Bock habe, weil der Tag wird eher ein Chilltag, weil den habe ich schon so eingeplant. Wahrscheinlich eher dann Dienstagabend. Wenn wir dann den Rest machen, dann muss ich dann schauen und fix machen. Aber auf jeden Fall das erste, was fertig gespielt, nächster Stream ist definitiv Zelda. Fertig. Danach kommt auch noch nächste Woche sicher der Anfang von Twilight Princess gemacht. Ob Feierabend der nächste Woche überhaupt kommt, ist eine Frage. Aber jetzt wünsche ich euch erstmal einen wunderschönen Restabend. Dankeschön. So, war jetzt viel zu langes Geblabla. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Restabend. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuschauen. Das war ein wunderschönes Spiel. Stream hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal wieder fürs Finale. 7 Streams für Zelda Link Between Worlds ist okay, vollkommen solide, 100%. Kann man machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal und gute Nacht zusammen. Ciao.